So, jetzt geht es um die Dual Engine und ein paar Styles und Sounds und wie das jetzt hier so alles funktioniert mit den zwei Playern. Beide Player können nun alles spielen. Das heißt, ich kann jetzt von einem Style zu einem Style überswitchen, von einem Style zu einem MIDI-File, von einem MIDI-File zu einem MP3 und so weiter. Und das hören wir uns jetzt mal in der Praxis an. Mit der neuen Dual Engine ist es möglich, von einem Element zum anderen überzublenden, aber auch zum Beispiel MP3s und Styles gleichzeitig zu spielen. Und das hören wir uns auch mal eben an. Hören wir uns noch mal ein paar Sounds an. Die elektrischen und akustischen Pianos stammen aus dem Korg Stage Piano SV2. Bei den Pianos gibt es nicht nur das reine Tonsample, sondern auch die Nebengeräusche, die mechanischen Geräusche, die so ein Piano macht. Diese Tastengeräusche beispielsweise. Die liegen auf einer zweiten Upper-Spur, die kann ich natürlich mischen.
Wenn es stört, schaltet es aus oder wer es mag, der regelt es halt ein bisschen lauter. Die E-Pianos mal mit einem schönen Style dabei. So, weiter geht's mit dem akustischen Piano, dem German Grand. Ein weiterer Flügelsound ist der Austrian Grand. Und noch der Japanese Grand. Einer meiner Highlight-Sounds ist ein Atmo-Piano, Cinematic-Piano nennt sich das hier. Da sind noch Synthesizer-Flächen hinterlegt.